tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me. It's the freedom I shouldn't have, with the people I shouldn't know. I might have well and still have that. It's the only thing that I fucking do. Heute gibt es wieder ein Tabak-Review von uns, Freunde. Heute stellen wir euch den Rauchgold Godlike Tabak vor. Der war ja ziemlich im Hype. Ist schon ein bisschen her, aber ja. Wir testen ihn jetzt einfach für euch. Das Ganze soll geschmacklich frische Wassermelone, Wildpfirsich, süß-saurer Kaktus und Vanille sein. Echt exotisch, ne? Ja. Krass, krasses Ding. Ja. Und ich würde sagen, Leo macht einfach mal weiter, ne? Ja, kommen wir zur OVP. Wir hatten ja auch schon einen Rauchgold. Also das ist so ähnlich wie die Maryland-Dose. Auch hier mit diesem Aromaschutz, damit genau. Die Dosen nicht so riechen und halt auch besser abgeschlossen sind. Vom Design her, ja, man sieht hier vorne so einen Kaktus drauf und so ein bisschen Regenbogen oder sowas. Und ja, den Schnitt blenden wir euch auch nochmal ein. Ist mittelmäßig, würde ich sagen, nicht zu grob, aber auch nicht zu fein. Und dann kommen wir mal zum Geruch. Ja, es ist so eine frische Note drin. Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, man kann es nicht genau definieren, nach was es riecht. Also es ist so eine leichte Pfirsichnote. Aber so genau, was es jetzt sein soll, würde ich sagen, riecht man jetzt nicht. Ja, muss ich auch sagen, ist echt schwer. Weil halt auch so viele Geschmackssorten am Start sein sollen. Ne? Vor allem Kaktus bin ich mir nicht sicher, wie das riechen soll oder schmecken soll. Ja. Ja, wenn ich jetzt an süß-sauer, ist süß-saurer Kaktus, keine Ahnung, ja. Süß-sauer, so ein Mix könnte es sein und Wildpfirsich-Vanille finde ich am meisten. Ja, so leichte Pfirsichnote finde ich auch richtig. Ja, ich finde es im Geruch eine leichte Pfirsichnote mit einer angenehmen Vanille. Ja, aber die Wassermelone riecht man so gar nicht, oder? Wassermelone finde ich ist gar nicht am Start im Geruch, hast recht. Ja. Ja, schwer zu definieren, für mich ist es halt ein Wildpfirsich, kein süßer Pfirsich, sondern eher so ein herber Pfirsich mit einer leichten Vanillenote, würde ich sagen. Ja. Ja, rauchtechnisch macht's Bock, ne? Rauchtechnisch geht der gut ab. Wir haben jetzt drei Kohlen nicht ganz in der Mitte. Deswegen also läuft richtig der Kopf. Ja, genau. Also die Kohlen liegen sogar noch außen. Ja. Also echt gut vom Rauchen. Drückt nicht und kratzt auch nicht. Also. Genau, Freunde. Setup ist heute die Armageddon mit Martha Leon Molassefänger. KS Apo Steinkopf Black Edition ist das und ja, das ist ein 7 Days on Fire Kamin Aufsatz und ja, wir benutzen drei Tomko Kotscher C26er Kohlen. Jo. Ja, grüne Lebensmittelfarbe drin. Ja. Warum nicht, ne? Jo. Ja, geschmacklich. Da schmeckt man auch, finde ich, diesen Pfirsich. Die Vanille, finde ich, schmeckt man nicht so krass. Wassermelone finde ich auch, schmeckt man nicht. Und da ist noch so ein leichte, was man nicht so ganz definieren kann, so ein Geschmack. Das ist wahrscheinlich dann der Kaktus. Ja, das muss ich auch sagen. Ja, aber also vom Geschmack her ist er halt lecker. Ja, ist ein leckerer Tabak. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich finde, es ist eine leichte Cremenote dabei. Und das kommt nach meinem Empfinden sicherlich von der Vanille. Ja. Die leichte Cremenote, keine Ahnung. Wassermelone und Kaktus schmecke ich nicht raus. Ich weiß leider nicht, wie Kaktus schmeckt oder schmecken soll. Und Wassermelone schmeckt nicht raus. Wirklich eher wieder den Pfirsich, wie auch im Geruch. Ja. Aber es ist ein sehr entspannter Geschmack. Ja. Also lässt sich schön rauchen, finde ich. Ja, richtig angenehm so vom Geschmack her. Genau. Ja, lässt sich angenehm rauchen. Man darf dem, glaube ich, nicht zu viel Hitze geben. Ja, haben wir aber schon gehört, dann soll er verbrennen und so. Ja, wenn also, er verbrennt, ist er gar nicht mehr zu retten. Das ist das Problem. Ja, aber so läuft es halt top. Ja, Kohlen nach außen oder Kohlen in die Mitte ungefähr. Dann raucht er auch Bombe, seht ihr ja. Und schmeckt auch echt angenehm. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Der kostet 200 Gramm 14,90 Euro.
mittleres Segment, kann man eigentlich nicht zu sagen zum Preis. Also das ist top, ja, würde ich sagen. Und ja, genau. Ja, also preislich ist er gut. Jetzt vom Geschmack würde ich sagen, kann man definitiv, also ich würde jetzt eine Probierempfehlung rausgeben. Wer halt schon ein bisschen eigener Geschmack ist, halt so dieser Pfirsich, so ein bisschen andere Pfirsichnote. Und diese leichte Cremenote von der Vanille und so ein bisschen Kaktus, finde ich, schmeckt man auch. Also Kaktus halt so einen leichten Nebengeschmack macht, der aber nicht störend ist. Ja, ich bin beim Fazit auch bei der Probierempfehlung, weil 200 Gramm für 14,90 Euro, ja, kann man sich mal gönnen, könnte mal probieren auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, es ist sehr exotisch. Also es ist kein genauer Geschmack drin, es ist alles so ein bisschen gemixt. Für mich halt wirklich der Pfirsich und Vanille. Aber falls ihr mal einen Tabak möchtet, der irgendwie nach, weiß ich nicht, ist schon ein anderer Geschmack als irgendwie... Ja, also ist kein normaler Pfirsich oder sowas, sondern so ein bisschen exotischer. Ja, ist so. Also falls ihr was exotisch sucht im Geschmack, ein bisschen so verschieden, ja, schmeckt halt angenehm so. Keine Ahnung, falls ihr sowas Angenehmes, Fruchtiges sucht, dann ist ja der Godlike auf jeden Fall für euch geeignet, sag ich mal. Ja, würde ich auch sagen, also so eine Fruchtmischung mehr so. Nicht, also man schmeckt jetzt nicht so einen Hauptgeschmack, sondern ist mehr so wirklich so diese Mischung aus allem. Genau, also ich würde nicht jeden Tag rauchen, aber so mal in der Woche so einmal oder keine Ahnung, alle zwei Wochen mal so im Kopf, von dem ist echt geil, weil es ein anderer Geschmack ist, irgendwie exotisch halt. Ja, genau. Awesome. Und deswegen die Probierempfehlung, ne? Ja, sowas für zwischendurch mal. Ja, genau. So. Ah. Ja, Freunde, dann war es das wieder von uns, würde ich sagen. Ja, das war's. Dann haut da rein, guten Rauch, eure Shisha-Küche. Jo, haut da rein. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They telling me they know what's best.